Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Willkommen an Bord zu unserer Besprechung zu Star Trek Strange New Worlds Staffel 1, bevor Staffel 2 im Juni anläuft und die erste Staffel hierzulande im Heimkino startet, haben wir uns gedacht, wir blicken nochmal ein bisschen zurück auf die ersten 10 Folgen dieser Star Trek Serie. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite habe ich zum einen Britt-Marie, hallo. Hallo. Und die liebe Kathi ist auch hier, hi. Hi. Ja, wir drei, wir blicken in eine Art, ja, es wird kein richtiges Recap, aber wir resümieren so einfach mal ein paar Dinge zu dieser ersten Staffel, zu den Dingen, die uns auch in Erinnerung bis jetzt geblieben sind. Wir haben sie nicht alle komplett gerewatcht, es ist bei uns allen unterschiedlich lang her, dass wir dort in den fremden neuen Welten unterwegs waren. Deswegen, wir gucken mal, wohin die Reise geht. Und für euch da draußen, liebe ZuhörerInnen, haben wir zur ersten Staffel von Star Trek Strange New Worlds auch ein Gewinnspiel. Die Staffel startet am 25. Mai 2023 im Heimkino und ihr könnt ein 4K UHD Steelbook, Blu-rays oder auch eine DVD zur ersten Staffel gewinnen. Dazu könnt ihr unter dem passenden Gewinnspielpost auf Instagram, Twitter, Facebook, eben auf den Social-Media-Kanälen des Telestammtischs kommentieren oder auch auf unserer Website oder ihr schickt eine Mail an info@tele-stammtisch.de, schreibt, welches Format ihr bevorzugt und dann landet ihr im Lostopf und könnt euch vielleicht bald über einen dieser 4 Gewinne freuen. Bis zum 25. Mai 2023 um 9 Uhr könnt ihr daran teilnehmen. Ja, und wir drücken euch die Daumen. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Paramount, dass sie uns die Exemplare für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt haben. Genau, das war's erstmal zu dem Gewinnspiel. Alle Teilnahmebedingungen etc. findet ihr auch noch einmal in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in unser kleines Resümee der ersten Staffel Strange New Worlds. Und vielleicht holen wir zunächst auch noch mal ein bisschen aus und schauen mal, mit was für Erwartungen wir überhaupt an diese Star Trek-Serie rangegangen sind. Britt-Marie, wie sah's bei dir aus? Ja, ich bin mit hohen Erwartungen in die Staffel reingegangen, denn wir wussten ja, dass Strange New Worlds im Grunde auf der Dreiergruppe von Rebecca Romijn, Anson Mount und Ethan Peck basiert, also sprich Spock, Number One und Captain Pike. Das ist ja quasi der Grund der Serie, denn die drei hatten wir ja schon vorher in Discovery gesehen, denn Strange New Worlds ist ja im Grunde eine Spin-off-Serie von Discovery. Oder, um es größer zu fassen, eigentlich von TOS, also von der Originalserie. Aber im Grunde haben wir das ist genau. Aber im Grunde ging es ja darum, dass eben die drei Schauspieler bzw. die Charaktere in Discovery so positiv aufgenommen worden sind von den Fans, dass sie gesagt haben, Mensch, wir wollen mehr von denen sehen. Und da ist dann eben Strange New Worlds draus gewachsen. Und ich finde das so schön, weil das auch in so einer schönen klassischen Tradition des Star Trek Fandoms steht, wo die Fans eben durch Wünsche, Druck, Listen, die unterschrieben werden, Petitionen, die gemacht werden, sich Dinge eben herbeiwünschen und da wird Realität draus. Und ich mochte die Chemie zwischen diesen drei Schauspielern so, so gerne. Ich fand die so großartig. Ich bin natürlich auch ein bisschen schockverliebt in Ethan Peck. Und es war also alles, es war ganz toll. Und ich habe die einfach nur geliebt und ich dachte, ich möchte die mehr auf meinem Bildschirm sehen. Und habe da auch in die gleiche Kerbe geschlagen wie alle anderen. Und als dann eben die Ankündigung kam, dass Strange New Worlds eben mit den dreien als zentrale Figuren kommt und darum dann eben noch mehr Crew gebaut wird, dann dachte ich, oh mein Gott, das wird großartig. Und als es dann hieß, es wird auch noch episodisches Star Trek, da war ich ein bisschen skeptisch, aber grundsätzlich ging das ja quasi back to the roots, aber aktuell ist es ja doch eher neu im TV-Geschäft und dann dachte ich mir, es kann eigentlich nur geil werden und vorwegnehmend, es war auch einfach geil. Sehr schön. Kathi, wie sah es denn bei dir aus? Ja, ich habe ja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich riesiger Discovery-Fan bin, auch wenn das hart unpopular opinion ist, aber
ich mag Discovery und ich mochte auch, wie ich mir gesagt habe, auch in der zweiten Staffel dann diese ganze Crew auch in Pike und Spock und so und Number One und alles. Und ich habe mich richtig gefreut, wie diese Ankündigung kam, hatte aber in den letzten 1,5 Jahren absolut keine Serienphase und habe so gut wie nichts an Serien geschaut, außer mein gelegentliches Trash-TV mal. Und bin deswegen erst ziemlich spät dazu gekommen, dann Strange Worlds zu schauen, nämlich erst vor 2 Monaten oder 3 Monaten oder so. Und ich bin so froh, dass vor allem du, Paul, mich immer wieder gequält hast, schau das endlich, weil ich bin ja riesiger Star Trek-Fan und es ist auch genau das, was mir gefällt. Und wie gesagt, ich hatte einfach nicht das Mindset dazu, keine Ahnung, eine Serie zu schauen. Ich bin echt froh, dass ich die dann geschaut habe, weil, wie auch die Bitmarie schon gesagt hat, vorweggenommen, es war geil und ich möchte mehr davon. Und nachdem ich halt jetzt zu spät geschaut habe, hatte ich halt das ganze positive Feedback schon bekommen. Und ich weiß nicht, ob meine Erwartungen deswegen höher waren, aber wenn sie höher waren, wurden sie auf jeden Fall auch getroffen. Ich wollte gerade sagen, also du bist ja zumindest trotz dessen, dass ich da vielleicht das ein oder andere Mal was erwähnt habe, dass du das auch mal anschauen könntest, nicht enttäuscht worden. Und du hattest nicht die quälende Wartezeit. Die hatte ich nämlich und ich dachte, Mann, eine Woche warten auf die nächste Folge. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich war der am wenigsten gespannteste auf diese Serie oder diese Staffel von uns dreien zumindest, aber das ist dann relativ schnell verflogen. Ich habe erst gedacht, okay, muss es eine Prequel-Serie sein? Weil, also ich interessiere mich sehr viel für das, was dann noch so danach geschieht und es gibt, wir hatten, ja gut, Picard oder so, das spielt ja schon danach, aber Discovery hat auch vorher angefangen. Dann die Enterprise-Serie, die war auch, hat auch alles erzählt, was vorher war. Und da war ich mir erst unsicher, ob es das so jetzt, ob sie mir tatsächlich dann noch so da was erzählen können. Aber ich habe mich auch dann relativ schnell abgeholt gefühlt von diesem, doch was Britt-Marie auch sagte, episodischen, was ungewöhnlich ist und was seltsamerweise bei anderen Serien, ich werfe jetzt hier auch mal den Mandalorian hier in den Raum, für mich gar nicht funktioniert. Aber hier funktioniert es für mich auch, aber das liegt auch an der Crew. Und Star Trek Strange New World hat mich deswegen dann für mich persönlich ein bisschen doch überrascht. Ich bin jetzt alles im Allem vielleicht noch nicht, also ich fand, das war eine gute erste Staffel. Wir kommen da sicherlich auch gleich noch etwas tiefer drauf zu sprechen, auch wenn ich da immer noch definitiv Potenzial auch noch weiter nach oben sehe. Das erstmal zum Anfang und zu, wie stehen wir eigentlich zu Star Trek Strange New Worlds? Und jetzt, Britt-Marie, ich weiß, also wir haben alle eigentlich so eine lose Liste an 3 Sachen. Also wir haben uns da jetzt auch nicht unbedingt immer festgelegt. Und wenn ich so auf meine 3 Stichpunkte schaue, dann sind das auch eher sehr, sehr vage gehaltene Punkte. Ja, same. Aber Britt-Marie, kommt dir jetzt spontan so ein Ding in den Kopf, was du sagst, darüber würde ich jetzt gerne sprechen. Das ist mir besonders in Erinnerung geblieben oder das lohnt sich auf jeden Fall nochmal darüber zu sprechen, bevor eine Sache, oh mein läuft. Gott. Es gibt ganz viel, über das ich eigentlich reden möchte, wenn es um Strange New Worlds geht. Aber eine Sache, die mit der ich persönlich sehr, sehr viel Freude hatte in dieser Staffel war, wir haben endlich wieder humorvolles, lustiges Star Trek bekommen. Und wie sehr ich das vermisst habe, habe ich gemerkt, als hier eben, in diesem Fall rede ich, also es gab verschiedene Dinge, aber in diesem Fall rede ich konkret von der 5. Folge Spock Amok, was auch tatsächlich meine Lieblingsfolge ist, die ich so liebe. Aber ich bin natürlich auch Spock-Fan, muss man dazu sagen. Ich habe, nachdem ich diese Folge gesehen hatte, erst gemerkt, wie sehr ich das eigentlich vermisst habe. Denn die humorvollen Episoden waren tatsächlich oder sind auch immer noch tatsächlich mit meinen liebsten Episoden in DS9 und also in anderen Serien auch. Aber vor allen Dingen denke ich da an DS9. Und das sind so meine Wohlfühl-Episoden, wenn es mir mal schlecht geht oder ich irgendwie einen ätzenden Tag hatte oder ich irgendwas brauche, wo ich sage, Leute, ich brauche hier mal jetzt kurz und ist kein Film, keine 2 Stunden, sondern kurz, dann gucke ich die eine oder andere Star Trek Episode oft mit den Ferengis und so und das ist also und das gab's in den neuen Star Trek Serien bisher so nicht. Wir hatten es zwar in Lower Deck, aber da ist es ja alles sehr, sehr, sehr humorvoll und ich habe das vermisst. Und ich bin so glücklich, dass wir das in Strange New Worlds wieder bekommen haben. Und ja, das ist ein Punkt, wo ich sage, mehr davon. Gerne, gerne, gerne mehr. Es ist lustig, weil das ist auch eine meiner 3 Sachen, die ich aufgeschrieben habe, genau diese Folge.
Ich finde diesen, es ist ja kein Body eigentlich ist ein Mindset, ist halt so, ist so. Es, eigentlich ist es Freaky Friday in Star Trek. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass dieser Trope funktionieren könnte in Star Trek. Auf der anderen Seite, natürlich funktioniert er in Star Trek. Wo denn, wo sonst, wenn nicht da? Absolut. Und ich hab genau das Gleiche auch überlegt. Also dieser Mindswap da zwischen Spock und der Bring, ich finde das alles hilarious. Ich mag diese Episode absolut, wenn es so einfach ein bisschen, ich will nicht dumm sagen, du musst das falsch machen, aber es Sinn wird einfach und man sich so denkt so, ja, komm, warum nicht? Und dann ist man, schaut man 5 Minuten und man weiß, auf was die Folge hinausläuft und freut sich einfach nur, dass die ganze Folge ein bisschen weird und dann lässt man sich darauf ein und hat den Spaß in dem Leben. Sie versteht das. Ich mag das auch. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin auch Discovery-Fan. Ich weiß, Discovery ist nicht die amüsanteste Star Trek-Serie, aber ich mag auch diese Folgen hier und ich bin auch froh, dass es sowas wieder sehen, weil es einfach absolut Spaß macht. Und lustigerweise ist es ja nicht das erste Mal, dass dieser Trope in Star Trek benutzt wird. Den gab es auch schon früher und den gab es tatsächlich auch schon mit Kirk und da war die Prämisse, das ist eigentlich, man fragt sich immer, wo kommt die ganze Fanfiction her? Man muss eigentlich nur TOS gucken. Es ist wirklich unglaublich, aber die Prämisse war halt natürlich, dass eine Mitarbeiterin, also eine Frau, die ein bisschen angepisst war, dass Kirk quasi über ihr stand, mit ihm Body geswitcht hat, um Captain zu werden. Weil sie fand, Frauen sollen auch Captain werden. Und ich dachte so, geil, wo war diese Episode? Ich habe die wieder vergessen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die waren schon da und die werden hier wieder aufgenommen. Und das darf man ja nicht vergessen. Strange New Worlds ist im Grunde nichts anderes als ein großes TOS-Nostalgiefest. Aber im Gegensatz zu Picard, der ja die TNG-Nostalgie bedient, finde ich, ist die in Strange New Worlds mit dem richtigen Maß ausgeteilt worden. So sehr ich Picard Staffel 3 auch mochte, weil die TNG-Crew meine erste Crew war, aber die ist da schon echt fingerdick mit dem Buttermesser aufgetragen, während bei Strange New Worlds, ich finde, sie es ganz gut geschafft haben, so ein bisschen so, also das Nostalgie-Feeling von TOS zu packen, aber gleichzeitig das irgendwie in ein neues Design zu schmeißen, das aber dem alten so ähnlich ist, dass es sich nicht fremd anfühlt. Und da muss ich echt alle Hüte ziehen, vom Design-Department und vor wem nicht noch alles, Kostüm-Department und was nicht alles, dass ich da eben auf diese Serie gucke und denke, wow, das fühlt sich an wie die Original-TOS-Serie, aber es ist natürlich doch irgendwie alles mehr Hochglanz und schöner und toller und aber trotzdem sieht es irgendwie so aus und das musst du erst mal schaffen. Ja, und es funktioniert auch, finde ich. Ich meine, PK habe ich nicht gesehen, aber ich finde, Stranger Worlds funktioniert auch ohne das ganz, ganz große Nostalgie-Feed. Also wenn man selber das nicht hat, weil, ja klar, ich habe TOS auch gesehen und alles, aber ich bin doch eher mit den Filmen dann auch aufgewachsen, mit den Serien. Und ich habe auch, glaube ich, nie wirklich, also jede einzelne Star Trek-Episode gesehen, die dann halt existiert. Aber ich finde, Stranger Worlds funktioniert für mich auch perfekt, auch ohne, dass ich vielleicht, okay, ich erkenne alle Discovery-Anspielungen, aber ohne halt alle vielleicht TOS-Anspielungen oder so zu erkennen. Mit dem Wissen, das ich habe, funktioniert Strange New Worlds trotzdem auch perfekt, ohne dass man sich irgendwie verloren oder alleingelassen fühlt oder sonst was. Da muss ich kurz reinhaken, da bin ich mir nicht sicher, weil das ja diese Episodenstruktur und dann gibt es ja wirklich Episoden, die da auch jetzt handlungstechnisch total rausfallen. Wie gesagt, du hast hier schon ernste Episoden, wo auch was auf dem Spiel steht. Das steht in anderen Episoden vielleicht auch in einer anderen Art und Weise auf dem Spiel, aber dann hast du so eine Episode und wenn ihr jetzt von so eher was amüsanten Ausflügen spricht, dann denke ich sofort an hier der Elysian Kingdom, was ja die große Kostümshow oder die Märchenstunde von Star Trek Strange New World war, was man ja auch in so vielen anderen Star Trek-Serien findet, dass es da einfach irgendwie so, sei es auf dem Holodeck oder irgendwo, dann halt so ein Märchen nachgespielt wird oder eine Fantasy-Welt da sich ausbreitet. Und ich habe mich da gefragt, also früher gab es eben, weiß ich nicht, 26 Folgen, glaube ich, in einer Staffel. Und dann waren die Comedy-Episoden oder so vergleichsweise noch ein bisschen rarer gesät, wenn man sich dann die gesamte Staffel anschaut. Und hier hat man jetzt schon Spock Amok. Ja. Und auch The Elysian Kingdom schon
zwei, die ich da eher so in die Kategorie schieben musste. Den Spock Amok mochte ich auch. Das fand ich wirklich herrlich, wie die auch gegenseitig ihre Rollen aufgreifen. Bei The Elysian Kingdom sah es bei mir ein bisschen anders aus und ich habe mich gefragt, hätte diese Folge vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Crew noch besser funktioniert oder wenn man die Charaktere, jetzt vielleicht auch einzelne neue Charaktere, noch besser kennt, besser funktioniert als jetzt hier direkt in der ersten Staffel, als, ich weiß gar nicht, Folge 7 oder 8? Man sieht aber innerhalb der Folgenstruktur schon, wo diese etwas humorvolleren Episoden hingesetzt worden sind, nämlich in der Regel immer nach oder vor sehr traumatisierenden Folgen. Das ist natürlich schon Absicht so. Wobei ich dazu sagen muss, dass The Elysian Kingdom für mich im Vergleich jetzt zu Spock Amok gar nicht so eine wahnsinnig humorvolle Episode ist. Vor allen Dingen auch nicht mit dem Ende. Also das ist schon etwas leichter, das ist richtig, angesichts auch des Themas. Aber richtig humorvoll ist für mich tatsächlich nur diese fünfte Folge. Und die kam natürlich direkt nach Memento Mori, was ja eben so eine klassische, ich sag jetzt mal, U-Boot-Folge ist. Es ist ja natürlich jetzt kein U-Boot, aber es ist das gleiche Prinzip, dieses Katz-und-Maus-Spiel, das man ja auch aus anderen Folgen kennt und das ja so ein Ur-Trope einfach auch ist. Es werden übrigens klassische Tropes hier bedient, die natürlich oft auch klassische Star-Trek-Tropes sind. Und Memento Mori war eben, natürlich klar, so eine Jagdgeschichte, aber da begegnen wir auch zum ersten Mal zum Beispiel, oder nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in dieser Serie eben den Gorn, die ja so ein bisschen als wirklich grausamer Gegner herausgearbeitet werden. Und in Memento Mori geht es ja ganz explizit um Traumaverarbeitung. Und da erfahren wir ja Dinge, es ist auch nicht lustig. Und danach kommt dann Spock Amok, um einfach, glaube ich, so einen leichteren Ton wieder anzuschlagen. Und danach kommt aber gleich wieder eine Episode, die hat auch noch den schönen Titel Lift Us Where Sovereign Cannot Reach. Also, weißt du, da geht es schon um Leiden und eben um dieses klassische das Schicksal eines Einzelnen versus das Schicksal von vielen, also und Wertung und so weiter. Und am Ende mit The Elysian Kingdom ist es genauso. Das kommt nämlich nach The Therian Squall, wo es um Manipulation, Politik, Beziehungen geht, also eigentlich auch schon schwerere Themen. Und aber auch vor All Those Who Wonder, wo es ja auch wieder um Tod und Konfrontation mit Tod und Traumabewältigung geht. Also das ist, glaube ich, schon durchdacht, wie das da gesetzt wurde von der Reihenfolge und Abfolge innerhalb der Staffel. Deswegen finde ich, dass das durchaus da stehen kann, auch an dieser Stelle. Und ich glaube, wir brauchen diese Folge just an dieser Stelle wegen des Endes der Folge. Ja. Ich finde auch, Lift Us Where Suffering Cannot Reach, sei es so, ist auch eine der härtesten Folgen der ganzen Staffel. Also, das ist eine Folge auch mit ernsten Themen, aber dafür habe ich wirklich gedacht, so, okay. Ich meine, das ist auch wieder typisch Star Trek irgendwie, aber die fand ich schon. Vielleicht sogar mit einer der klassischsten Star Trek-Folgen. Deswegen finde ich das so spannend. Ja, ja gut, interessant. Ja. Also, die hat, finde ich, schon Impact und. Ja, das stimmt, ich habe mich halt bei den Prämissen, gerade bei dieser Prämisse, die auch der Elysian Kingdom hat, gefragt, ob die hätte ich gerne in Staffel 3 oder 4, wenn es denn soweit kommt, gesehen, weil ich einfach da noch nicht so richtig warm oder dass da noch nicht so richtig, dass wir jetzt da auf dem Raumschiff so ein Kostümfest präsentiert bekommen. Die hat mich so ein bisschen rausgeworfen aus diesem Ding. Deswegen, ich finde auch nicht, also jetzt nicht mal humorvoll im Sinne von, dass ich die Episode durchgelacht habe oder so, sondern einfach, dass die Prämisse eben etwas anderes war als in den Folgen, die eben davor oder danach kamen. Gut, ich sehe schon, unsere Struktur, die verwässert sich, weil mindestens, wo Britt-Marie jetzt schon wieder ein paar Dinge angesprochen hat, konnte ich auch schon wieder welche auf meiner Seite hier abhaken. Aber Kathi, vielleicht hast du jetzt einen Punkt oder etwas über, was uns die nächste Richtung vorgibt vielleicht. Ja, wir können doch mal von einzelnen Episoden-Tropes einfach mal auf Charaktere umswitchen, ne? Weil ich muss ja zugeben, seit Discovery, ich bin riesiger Pike-Fan. Ich mag Pike als Captain und ich bin richtig, richtig froh, dass er seine eigene Serie bekommen hat, weil ich ihn in Discovery in seiner Darstellung als Captain schon richtig cool fand und der hat für mich so viele Charakterzüge und der ist für mich so der reinste Star Trek-Captain irgendwie oder der was so das am meisten verkörpert. Und ich finde das einfach, das sind Situationen drinnen, wo sie dann gefangen genommen wurde wegen
Piraten oder so. Und dann kocht er sich dort raus. Dann zettelt er den Riot an, weil er zum Kochen anfängt. Und die Crew halt mit besserem Essen versorgt. Und bis hin zu allem, was man halt in Discovery gewinnt, lernt auch in TOS ja mit diesem Time Crystal und wie er seine Zukunft sieht. Und auch die letzte Folge fand ich echt, echt großartig. Also er sieht ja in Discovery, was passiert, was in der Zukunft passiert, wenn er diesen Zeitkristall berührt und dass da auch Kinder oder Jugendliche halt irgendwie ihr Leben lassen müssen. Und er versucht dann in der letzten Folge, diese Leute aufzuspielen und die halt zu warnen im Prinzip. Und dass sie in 10 Jahren nicht dort sind, wo sie dann sein werden. Und dann zeigt ihm aber sein zukünftiges Ich, was passiert, wenn er das wirklich macht und wie sich die Zukunft da ändert. Und ja, ich fand das seine ganze Arc durch, also angefangen mit Discovery bis zu dieser letzten Folge durch, großartig. Ich finde, ja, ich und Name, wie heißt der, Anson Mount? Ja. Finde ich als Pike grandios. Ich finde, der macht das wirklich, wirklich gut. Und ich bin richtig froh, dass wir das Captain mehr sehen als in dieser Staffel Discovery. Thanks for coming to my TED Talk. Naja, Pike ist ja jetzt tatsächlich eine relativ bekannte Figur. Es ist ein Legacy-Character, den wir schon ein bisschen kennen. Und genau, wir wissen genug über ihn, dass er schon ein bisschen Fleisch an den Rippen ist, aber wenig genug, dass wir tatsächlich darüber noch eine Serie machen können und einfach noch ganz viel dazu empfinden. Das sind eigentlich die besten Charaktere. Aber man muss natürlich immer aufpassen und das ist bei Spock natürlich genauso. Und bei Number One, also allen Legacy-Charakteren, auch bei Uhura, die ja auch vorkommt, du hast halt bestimmte Punkte in der Biografie, die sind da und da kommst du nicht drum rum. Und bei Pike ist es natürlich auch so, dass wir im Grunde wissen, wie er stirbt. Wir wissen eigentlich auch, wie wir wissen, beziehungsweise nicht, wie er stirbt, also sondern wir wissen, wie seine Zukunft aussieht, sozusagen. Und das wissen wir tatsächlich auch. Wir wissen auch, was danach noch passiert, weil da gab es ja in TOS die entsprechenden Folgen. Aber trotzdem kann man eigentlich mit dieser Figur ganz gut arbeiten. Das finde ich halt sehr gut. Und das macht schon mal Spaß. Und Pike, finde ich, ist so ein bisschen, also ich liebe ihn sehr, aber, und jetzt kommt das große Aber, er ist natürlich der perfekte Star Trek Captain. Das ist so. Er verkörpert alle perfekten Star Trek Tugenden und ich finde, das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen und sehr, also ich finde, er hat auch teilweise echt so Gary Stu-Züge. Also dieser perfekte, also das ist das männliche Pendant von Mary Sue, dieser perfekte Charakter, der alles kann, der super aussieht, dem die Frauen zufliegen. Also es ist natürlich schon so und dann denkt man so, und das hätte schief gehen können, aber ich finde, sie schaffen es trotz allem ganz gut, so eine Balance mit dem Charakter zu finden und ihm eine gewisse Tiefe zu geben, ja. Und also das funktioniert für mich tatsächlich, wobei es am Anfang schon manchmal ein bisschen zu perfekt ist und natürlich nimmt er sozusagen zwei Rollen ein. Klar ist der Papa, aber es ist ja doch schon so, das wird in dieser Serie gezeigt, Pike ist Papa Pike, ja, der sagt, Kinder, auf geht's, Roadtrip, bitte alle essen, alle nochmal aufs Klo und jetzt geht's los. Ja, und auf der anderen Seite hast du halt Number One, die Mama vom Schiff sozusagen, die dann die Strenge ist, ja, so nach dem Motto so Leute, und jetzt bitte Hausaufgaben nicht vergessen, sozusagen. Also die Dynamik zwischen den beiden funktioniert halt für die Crew ganz gut und ja, und deswegen, also bei Pike muss man immer ein bisschen gucken und der wird ja dann auch wirklich so ein bisschen ironisch später auch genannt, der Pfadfinder, ja, und also immer eine gute Tat pro Tag und das fühlt sich manchmal echt so an. Und was mir aber daran so gut gefällt, ist, dass wir mit Pike trotzdem einen Gegenentwurf bekommen zu den Captain, die wir bisher kennen. Also er ist eben kein Captain Kirk, ja, genau, ja, und er ist eben kein Captain Picard oder so, aber vor allen Dingen in erster Linie, weil es ja um die TOS-Ära geht, er ist kein Captain Kirk. Und genau das sieht man ja im großen Staffelfinale und das ist auch das, was mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich liebe dieses Staffelfinale, diese letzte Folge, weil du hier ganz genau gezeigt bekommst, die letzte Folge ist im Grunde eine 1:1 Spiegelung einer TOS-Folge, die wir schon kennen. Und aber an die Stelle von Captain Kirk wird eben Captain Pike gesetzt. Und man sollte ja meinen, dass Captain Pike mit seinen idealen Verkörperungen der Starfleet und der Föderationswerte, dass der bessere Ergebnisse erzielen sollte als Kirk. Und dann geht das alles in die Hose. Und dann denkt man sich so, oh, okay,
verdammt, ausgerechnet Kirk, wo man ja sagt, der ist zu wild, der schlägt über die Stränge, der verschlägt gegen jede Regeln und eigentlich macht man das genau so nicht. Man schießt nicht zuerst und redet dann, sondern man redet zuerst, ja. Man ist diplomatisch und so weiter. Also alles das, was so perfekt ist an Pike, funktioniert in dieser Situation eben einfach nicht. Und das finde ich so toll, dass da diese zwei Stile so gegeneinander aufgearbeitet werden. Ich kann das alles nur absolut unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Der Pike ist halt der perfekte Starfleet-Captain an sich jetzt mal, was er verkörpert und wie er sein Schiff führt und so. Aber es ist halt, vor allem wenn du ihn halt in Discovery halt dann in der zweiten Staffel eben direkt in Kontrast halt zu Lorca in der ersten Staffel siehst, sind das halt so zwei komplett andere Welten, die aufeinander prallen und dann auch mal so ein Kulturschock. Aber ich kann das alles nur unterschreiben, was du da gesagt hast. Ich finde auch, dass es schiefgehen hätte können, aber ich finde im Rahmen der Serie, wie die Serie erzählt ist und wie sie aufgebaut ist, passt Pike als Captain einfach perfekt da rein und ich bin so froh, dass es so funktioniert. Auch in der Kombination mit der Crew. Ja. Also es ist schon gut, dass da auch eine Number One ist, die da so ein bisschen ihm ein Korrektiv auch bietet. Ja, dass er da nicht ganz allein gelassen ist. Genau. Und du hast natürlich auch die restliche Crew und wie er damit umgeht mit der Crew, beziehungsweise eine Uhura, die so ein bisschen in die, wenn ich jetzt von Mama, Papa, Kind gesprochen habe, in die Kindrolle reinrutscht so ein bisschen. Auch ein Legacy-Character, der mir zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht hat. Man weiß ja man weiß relativ viel über Uhura, man weiß auch, wie sie dann am Ende, also in TOS dargestellt wird und dass wir hier dann eine Uhura bekommen, die so völlig noch unsicher ist. Ein junger Mensch, der eben nicht so richtig weiß, was er mit sich anfangen soll, wie die eigene Identität eigentlich wirklich ist, wie die Karriere vielleicht ist. So nach dem Motto, soll ich jetzt erstmal ein Gap-Jahr machen? Soll ich verreisen? Soll ich studieren? Also so unschlüssig einfach. Und ich glaube, das ist ja auch was, wo sich irgendwie jeder wieder drin finden kann. Ob das jetzt eine Ausbildung ist oder ein Studium oder was auch immer man dann halt mit seinem Leben so anfängt. Und ich finde es so schön, dass wir hier tatsächlich in ihr eine sehr, sehr deutliche Entwicklung der Figur sehen, tatsächlich auch schon von Folge 1 bis zum Ende der Folge. Und ähnlich, finde ich, ist es auch mit Spock, weil wir hier einen Spock bekommen, der natürlich doch ein anderer Spock ist als der, den wir aus TOS kennen. In TOS haben wir natürlich so den Spock, der sich im Grunde für die vulkanische Seite entschieden hat, zwar immer noch ein bisschen mit sich kämpft, aber im Grunde sich entschieden hat, während wir hier einen Spock haben, der noch mitten im Kampf steckt und auch nicht so richtig weiß, bin ich halb Vulkanier, bin ich halb Mensch, möchte ich das eine oder das andere sein? Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also es ist Potenzial für Entwicklung da. Ja. Und dass man das aus den Legacy-Charakteren noch rauskitzeln kann, aus den neuen, das überrascht mich nicht, aber aus den alten, das fand ich super. Ja, ich finde auch Spock da einen sehr, sehr coolen, gezeichneten Charakter in der ganzen Serie. Also von seinem inneren Kampf und so. Und ich meine, das sind halt alles irgendwie, das kennt, glaube ich, irgendwie, das ist das auch schön, das in Star Trek irgendwie, das kennt doch alles, klar. Das spielt jetzt halt im Weltraum und ist halt auf einer Institution gewünscht, aber das mit Uhura, was soll man machen, das kennt jeder. Vielleicht dieser innere Konflikt, wo man sich zugehört, also das kennen auch viele Leute und das wird auf so eine, ich finde, verständliche und einfach keine, der Arme oder irgendwie herunterschauen, sondern auf Augenhöhe und ja, diese Konflikte gibt es und wir wissen das und ja, wir acknowledgen das und wir zeigen, wie Charaktere damit strugglen. Das finde ich das Schöne auch immer in Star Trek, das ist auch so. Obwohl viele Charaktere keine Menschen sind, aber ich sage es mal, menschlich ist. Paul, hast du eine Lieblingsfigur gehabt oder einen Charakter, wo du sagst, Mensch, fand ich spannend? Ja, ich habe jetzt erstmal gewartet, bis ihr hier so ein bisschen über die Altbekannten, sag ich mal, redet, um dann einen von meiner Liste hier einzustreuen. Eine Figur, die ich interessant fand und bei der ich, und da wären wir wieder bei Spoilern, ein bisschen schade fand, dass sie dann auch für diese Staffel schon wieder vorbei ja, ist. Ja, 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 ja. Ist Hammer. Ja. Der Chefingenieur. Das finde ich auch traurig. Ja. Das ist absolut verschenktes, so viel verschenktes Potenzial. Ja. Es ist so traurig. Er hätte noch so viel bringen können. Ja. Ja. Also und ich habe echt überlegt, wann stand denn mal ein Andorianer und mir ist wirklich nur Shran aus Enterprise, der so wirklich mal mehr als eine Folge oder mehr als zwei Folgen aufgetreten ist. Und jetzt haben wir hier mit Hammer nochmal
Auch wenn er halt ein Aener ist und das sich hier auch nochmal ein bisschen unterscheidet, der eher so telepathische Kräfte hat dafür, aber blind ist. Aber ich fand diese Figur wirklich interessant und ich hätte auch wirklich so gern noch mehr von dieser Figur gesehen. Ja, aber ich sehe schon, euch geht's ähnlich. Ja, ich habe ja einen Softspot für Chief Engineer Character in Star Trek. Und du wirst so viel Freude an Staffel 2 dann haben. Ja, die vielleicht aus Eigeninteresse und weil ich halt auch was Tennis mache und so, aber ich finde die immer sehr relatable. Ach, ja, und mag die immer absolut. Und deswegen fand ich das auch, dass das Herz brauchen will, wie er sich da aus dem Schacht, wollte ich sagen, aus der Ladeklappe ist, Ja, genau. Ja, genau. Sich hinausgeworfen hat, um die Crew zu retten, was für seinen Charakter auch Sinn macht, also so wie er gehandelt hat. Obviously, aber wie gesagt, ich mochte den auch und das ist, fand ich sehr, sehr schade. Aber da sage ich auch, dieser Moment oder dieses Ende wäre bestimmt in einer der späteren Staffeln besser aufgehoben gewesen. Nein, das hätte ich noch mehr, naja, das hätte ich glaube ich gar nicht ausgehalten, wenn die in Staffel 3 oder 4 umgebracht hätten. Da wäre ich wirklich attached, glaube ich. Also ich weiß nicht, diese Folge hat mich sehr frustriert zurückgelassen. Sie hatte Impact und so, aber ich war wirklich frustriert, weil das eine Figur war, die mir mittlerweile ans Herz gewachsen war, obwohl es ja nur ein paar Folgen bisher gewesen sind, dass ich sie gesehen habe. Ich fand, man hat dem Charakter eine Ruhe abgenommen. Also der Charakter wirkte so, als ob er in sich ruht. Er war ja auch Uhuras Mentor. Auch die Beziehung fand ich sehr, sehr schön gespielt zwischen Uhura und Hema. Und man hat echt das Gefühl gehabt, so der kann ihr noch ein bisschen Weisheit mit auf den Weg geben, an diesem jungen Menschen. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, also es war schon sehr tragisch. Und was mir noch übrigens sehr gut gefallen hat, apropos, du sagst, es ist eine blinde Alien-Spezies, richtig? Der Schauspieler ist ebenfalls blind. Ey. Und das fand ich großartig, dass sie hier tatsächlich einen Schauspieler gewählt haben, der aus eigener Erfahrung heraus Dinge mit in den Charakter packen kann. Natürlich, es sind Schauspieler. Es ist wieder die Diskussion, soll man Rollen besetzen mit Leuten, die quasi dieser Rolle entsprechen oder eben nicht. In diesem Fall fand ich es aber gut, weil man das halt tatsächlich in der Art und Weise, in Star Trek zumindest, noch nicht so wirklich hatte. Und das war sehr, sehr spannend. Und gerade auch deswegen nochmal extra bin ich so ein bisschen angepisst, dass sie dann die Figur da irgendwie mehr oder minder rausgeschrieben haben. Das ist Bruce Horak, der Hammer gespielt hat. Ja, naja, dann ist es halt so. Ja. Wir müssen es ja nicht gut. Wir können ja die Serie mögen, trotzdem nicht alle Entscheidungen gut finden, die sie getroffen haben. Ich muss auch sagen, die ganzen neuen Charaktere fand ich auch alle super. Man hat das Gefühl gehabt, irgendwie, die funktionieren auch miteinander als Crew. Ich fand die Chemie in der Crew an sich, die fand ich auch sehr erstaunlich. Wunderbar. Dafür, dass es die erste Staffel war. Normalerweise hat man diese Art von Chemie eigentlich bei einem Cast, der schon 5, 6 Staffeln zusammengearbeitet hat. Und das hat von Anfang an irgendwie alles funktioniert. Ja. Ich meine, wir haben eine Ortegas, die Pilotin, Melissa Navia, deren Frisur ich ehrlich gesagt so toll fand, dass ich sie mir habe nachschneiden lassen und ich sah aus wie ein Arsch mit Ohren. Ich sah aus wie ein Arsch mit Ohren. Es ging überhaupt gar nicht, es war ganz schrecklich und ich wäre am liebsten 6 Wochen einfach gar nicht auf die Straße gegangen, weil ich einfach nur schlimm aussah. Aber Melissa Navia sieht damit großartig aus und von ihr haben wir leider ein bisschen zu wenig bekommen. Ich finde, sie hatte in der Staffel nur so ein bisschen die Comic-Relief-Funktion, dass sie immer einen Witz gerissen hat, wenn es halt gerade notwendig war. Aber zumindest haben wir eine Frau hier als Pilotin. Wenn ich das kurz also eingrätschen darf. Klassisch Helmboy, beziehungsweise in dem Fall Helmgirl. Ja. Das ist mein Punkt 3, nämlich auf meiner kurz vorbereiteten Liste, wäre nämlich Ortegas gewesen, weil ich sie als Charakter echt, echt cool fand, für das bisschen, was man gesehen hat von ihr. Und ich wünsche mir echt mehr Character-Building und mehr Screentime für ihn in der nächsten Staffel, hoffentlich. Also das, glaube ich, werden wir auch kriegen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Und ich fand sie einfach mit ihrer, ich mag ihre Cockiness, ich mag, dass sie weiß, was sie tut und dass sie das auch nicht zu Ripley zu sagen und da einfach, man weiß, dass sie gut in ihrem Job ist und das auch ausspielt, aber das tut sie auch das Recht. Und ich mag sie absolut als Charakter und ich freue mich, dass wir hoffentlich mehr sehen werden von ihr, weil ich finde sie echt cool. Ich finde ja toll, dass sie im Grunde all die Eigenschaften hat, die man Piloten zuschreibt. Also so dieses Cockiness. Genau, ja. Und aber auch dieses Arrogante teilweise und dieses, ja, halt so typisch Flyboy-mäßig, aber hier eben Flygirl. Und dass wir das alles bekommen,
aber halt in der Frau. Und das ist tatsächlich ungewöhnlich. Also normalerweise haben wir ja eher doch Pilotin statt Pilotinnen. Also das hat mir ganz gut gefallen, wobei wir das in Discovery ja auch schon haben. Ja, aber dann gibt es ja auch noch so viel andere. Also ich zum Beispiel Rebecca Romijn als Number One fand ich auch einen sehr spannenden Charakter, weil Rebecca Romijn, finde ich, ein Typ Frau ist, der ja nicht so dem klassischen Sexy-Hexy-Klischee entspricht irgendwie. Also die ist schon, ja, ich weiß nicht, also die hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, die hat auch eine schöne Hintergrundstory bekommen, mit der man arbeiten konnte auch gut. Ich bin gespannt, wie sie es mit Nurse Chapel zum Beispiel machen. Wir haben übrigens generell sehr viele starke Frauen. Wir haben Nurse Chapel, wir haben La'an auch. La'an ja auch so eine Figur. Uhura natürlich, klar. La'an mit ihrer Traumabewältigung. Nurse Chapel eben mit ihrer ja auch entsprechenden Arroganz, was ihren Job angeht, also die kann das. Und ich bin gespannt, was sie mit Nurse Chapel machen, weil von der wissen wir ja auch, wie sie in TOS ist. Und in TOS ist es ein absoluter Rückschritt, weil wir da eine sehr devote Figur haben, während die Nurse Chapel, die wir hier kennenlernen, ja eigentlich eine sehr selbstbewusste und taffe Frau ist, die sich eben durchsetzt. Und wie der Rückschritt dann erklärt wird, ja, das möchte ich gerne mal hören. Also wir haben eine ganze Menge. Auch ein Benga, auch ein Legacy-Character. Aber ich muss sagen, ein Benga, also Babs, Olusan, Mokun, toll, 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 toll. Der hat so toll gespielt. Die Szene, die Abschiedsszene zwischen ihm und seiner Tochter in Elysian Kingdom hat mir das Herz gebrochen. Ich fand, die waren so großartig, wirklich. Und das, wie gesagt, für eine Figur, die ich im Grunde gerade erst kennengelernt habe. Ja, absolut. Ja ich finde auch, also das ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber zieht man hier in solche, aber vor allem La'an, hat mich sehr an, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber auch an die Security Officer in Orbit erinnert. So vom Charakter her. Da kann ich leider nicht helfen. Okay, okay. Das ist so, wenn Orbit ist so ein bisschen eine Verarscht und einfach sagen von Star Trek und jetzt hat aber Star Trek wieder einen Charakter, der mich seine Charakter Orbit erinnert. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht, aber das finde ich ganz nett. Übrigens, ich finde ja. Ich wollte nur noch sagen, übrigens nee, auch die Schauspielerin von T'Pring, auch toll, toll, toll. Ja, alle toll. Dia Sandu. Mhm. Ja, und aber auch, dass der T'Pring so oft in der Serie aufgetaucht ist, war auch, ich dachte, die kommt einmal als kleiner Nebencharakter vor und dann zack, war sie wieder da und wieder da. Und oh mein Gott, ich liebe. Ja. Ich finde, was man bei den Charakteren eben merkt oder also was die Chemie zwischen denen fördert, das ist auch was ich mir noch aufgeschrieben habe, diese Momente oder also wo sie einfach zusammen sind und zusammen essen oder zusammen kochen oder also einfach diese, wo man in anderen Serien vielleicht, ja, warum soll das hier rein oder warum ist das so? Und das hat mich, da kann ich mich zumindest auch, also in Picard sowieso nicht, aber auch in Discovery jetzt nicht so sehr dran erinnern, aber ich habe es halt vor allen Dingen so bei Voyager oder auch bei Deep Space Nine, da gab es doch auf der Station immer so ein klingonisches Restaurant, wo sie dann immer mal essen gegangen sind und dann kam dieser Klingone mit diesem, war das eine Harfe oder mit irgendeinem Instrument da und hat dort gespielt. Und ich finde solche Szenen, und jetzt hat man es, das finden wir halt in Strange New Worlds auch beim mal Spock beim Abwaschen, was weiß ich, keine Ahnung. Das fördert diese Figurenchemie und diese Dynamik untereinander so gut. Und das sind irgendwie Szenen, die, ich weiß nicht, ob sie die aus anderen Serien vielleicht einfach so rausfliegen würden, aber ich finde, die passen und fördern das Ganze hier ja, sehr absolut. Gut. Ja, ja. Übrigens, allerbeste Idee überhaupt dieser ganzen Serie, Enterprise Bingo. Ja, oh mein Gott, Bingo. Ich liebe es so sehr. Auch so Szenen, wo man sich hätte überlegen können, müssen die da rein? Ja, verdammt nochmal, die müssen da rein. Das ist so toll. Ja, auch die Chemie zwischen Number One und La'an in dieser Enterprise Bingo-Episode ist auch göttlich. Also, das macht sehr viel Spaß, denen zuzuschauen, da diese silly Cadet-Things zu machen. Und selbst die Charaktere, über die man eigentlich gar nicht so viel weiß, also zum Beispiel Chief Kyle, den sieht man ja im Grunde nur Dinge beamen, so ein bisschen, der ist, hat so ein bisschen so, ja, also der ist der, und mehr weiß man eigentlich nicht von dem, und dann kommt plötzlich so eine Nebenbemerkung, die macht dann so ganze Türen, ganze Welten macht die plötzlich auf, als die eine Kadettin dann meint, nein, nicht Chief Kyle, der ist immer so gemein, und du denkst dir so,
What? Weil du hast Chief Kyle voll als, also irgendwie einen netten Kerl nur die ganze Zeit kennengelernt. Und dann kommt eben diese Kadettin mit dieser Nebenwirkung und denkst dir, okay, offensichtlich steckt da noch mehr in der Figur. Mhm. Ja. Und dann denkst du, ich will eigentlich jetzt mehr über diese Figur wissen und was der so den ganzen Tag auf dem Schiff macht. Warum sie denkt, der ist so gemein. Gut. Ja, wir sind schon ein bisschen drin, aber so ein, zwei Punkte können wir bestimmt noch kurz anreißen oder kurz besprechen. Britt-Marie, hast du noch was, was dir spontan in den Kopf kommt? Bestimmt viele Dinge immer noch. spontan, ja, jein. also das Konzept von episodischem Erzählen der Storys und gleichzeitigem übergreifenden Handlungsrahmen für die Entwicklung der Figuren. Das hat hier ganz ausgezeichnet funktioniert. Das ist nämlich der Unterschied zu TOS. Also wir sind zwar zum episodischen Erzählen zurück, aber was ja tatsächlich eine Entwicklung nimmt, ist die Charakter, also die Beziehung unter den Charakteren. Uh-huh. Und das ist auch das, was wir eben gesagt haben, das funktioniert so gut. Da bin ich gespannt. Also ich denke, das werden sie so beibehalten. Ich muss hier einmal eine Lanze brechen, nochmal für die fürs Kostümdepartement. Ich liebe die Kostüme. Darauf wäre ich auch gleich, ja. Also generell finde ich, ist das Design, die Ausstattung und so weiter, ich habe es ja schon sehr gelobt, also so ein Retro, wie gesagt, Retro-Schick, vielleicht neuer Retro-Schick. Ja? also das hat wunderbar funktioniert, aber wo ich es tatsächlich für mich ganz, ganz deutlich gesehen habe, sind die Kostüme. Und da wirklich Hut ab, ich liebe es einfach nur. Und ich tatsächlich gehört, die Robe, die Spock in Spock Amok trägt, diese schwarz in schwarz mit so Flechtdetails. Das ist echt eine meiner liebsten Outfits. Und ich denke nur so, wow, also ich liebe es. Bernadette Croft ist die Verantwortliche für Kostüme und so weiter, die auch die ganzen Uniformen und so weiter mitentworfen hat. Und ja, toll. Also ich könnte jetzt 2 Stunden nur mit euch über Kostüme reden. Ja, das glaube ich. Aber das ist auch tatsächlich der Punkt, der jetzt bei mir als drittes auch noch dasteht. Das ist allgemein, also einmal die Ausstattung oder die Kostümierung, aber auch die ganze Optik der Serie. Wenn man sich so die Star Trek-Serien anschaut, dann waren die ja über viele, viele Jahrzehnte lang mit sehr viel Plastikfelsen und sehr angestaubten Planetenkulissen. Was man mittlerweile auch so sieht, aber das später ist trotzdem nicht. Ja, es hat auch irgendwie so ein bisschen so einen gewissen Reiz auch irgendwie, aber dann gerade solche zu sehen und die Planeten oder die Phänomene zu sehen, die jetzt die Crew hier entdeckt oder erkundet, so gerade auch in Folge 2 dieser Komet. Ich bin mir gar nicht richtig, was das Innere eines Kometen oder? Und das sah auch, also das sah sehr schön aus oder überhaupt die Optik, auch wenn du einfach nur die Enterprise da herum. Ja, wir wissen alle, dass du Spaß damit hast, nur steht Gegenschnitt von der Enterprise sieht. Man sieht aber auch deutlich, dass hier tatsächlich das eine der Serien ist, die das erste Mal aktiv von Anfang an mit der AR-Wall arbeiten konnte. Bei Discovery kam die AR-Wall ja sozusagen in der Mitte dazu und hier ist es jetzt aber wirklich so, dass die Schauspieler auch aktiv damit arbeiten können und sie haben mehrfach auch schon gesagt, dass die AR-Wall ja auch dann auch angeschmissen wird, wenn sie arbeiten. Das heißt, sie haben eben nicht diesen Greenscreen wie früher, wo man echt nur so grün sieht und nichts und sich alles vorstellen muss. Aber wenn die AR-Wall halt angeschmissen wird, dann bist du tatsächlich auf Vulkan oder bist tatsächlich irgendwie in der Mitte eines Kometen. Also das hilft natürlich auch dem Schauspieler, sich in die Rolle zu versetzen. Und das sieht man aber auch sehr deutlich jetzt eben in dieser ganzen Serie, finde ich, von Anfang an. Ja, absolut. Also ich finde, schaut auch schon wundervoll aus, die Kostüme und das ganze Set-Design. Also jetzt angefangen von Discovery bis auf die ganzen Planeten, die sie besuchen. Ich meine, sie brauchen ja für jede Folge im Prinzip ein neues Set, weil sie immer auf einem anderen Planeten sind oder auf einem Kometen oder wo auch immer halt. Oder auf einem anderen Schiff halt. Und das ist, was da für Arbeit reinflossen sein muss, mache ich mir gar nicht ausmalen, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, weil es schaut einfach echt, echt gut aus.
Das ist natürlich der Vorteil an der Technik. Ja. Das geht heute so einfach. Ja, natürlich. Früher, ja, ja, genau. Genau, früher war das ja auch eine Kostenfrage, was man an TOS natürlich insofern gesehen hat, als dass sie ja oft dann einfach Kulissen aus anderen Filmen genommen haben, die schon da war. Deswegen haben wir ja Western-Episoden oder Episoden, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie im Chicago 1930 spielt oder so, weißt du? Also, ja. Ja, aber es ist schön, da stecken auch so ein paar Hommagen, würde ich jetzt mal sagen, an andere Science-Fiction Sachen drin. Das fand ich sehr schön, weil es auch nicht so überbordend ist. Ja, und auch Genres. Also die Macher hinter der Serie haben halt auch gesagt, die haben wirklich aktiv gesagt, wir wollen eine Comedy machen, wir wollen einen Spionagefilm machen, wir wollen einen Krimi machen. Und das sieht man an den entsprechenden Episoden tatsächlich auch, ja. Absolut, ja. Genau, perfekt. Ich wollte sagen, ich habe noch eine Frage, beziehungsweise ich habe noch zwei Sachen und eine Frage. Meine Frage, was haltet ihr von den Gorn als neue Bösewicht-Spezies, Alien-Spezies in Strange New Worlds? Dass die also als Bösewicht in Anführungszeichen oder der große Antagonist etabliert worden sind? Ich finde diese ganze Gorn-Sache mit dem, dass sie sich irgendwo einnisten und dann die Leute übernehmen, finde ich generell schon sehr unangenehm. Und das kommt in den Folgen auch so rüber, aber das heißt nur, dass sie ihren Job gut machen. Und ich finde ihn einen interessanten Gegenspieler. Mhm. Ich bin gespannt, wie sie es noch aufbauen. Ich finde es aber schon mal gut, dass sie das jetzt, also sie sind ja noch treten sie ja nicht immer direkt in Gestalt. Ja, und das macht sie eigentlich noch gruseliger. Ja, genau, das ist über genau, ein Hai richtig, oder ja, so, ja. Wo man ewig den Hai nicht sieht und dann... Ja, genau. Oder bei Alien auch, wo ja auch nur das Alien durchs Raumschiff, aber man sieht es nur in den seltensten Fällen, ja. Ich finde es tatsächlich ein Geniestreich zu sagen, man nimmt die Gorn, denn es gibt nur eine Folge über die Gorn, beziehungsweise sie sind dann nochmal in Enterprise erwähnt worden, aber es gibt im Grunde nur diese eine Folge in TOS über die Gorn und da ist es natürlich tatsächlich so, und das ist halt schlecht gealtert, dass wir da eben so eine, also wenn die Gorn da auftauchen, lache ich eher, als dass ich Angst habe und es ist natürlich schon so ein bisschen so und alles irgendwie Pappe und so, aber was ich an der Original-Gorn-Folge ja so toll finde, ist, dass hier sich ja direkt im direkten Kampf gegenüber stehen sich ja eben ein Gorn und Captain Kirk und dass Captain Kirks Mitleid mit der Figur am Ende, nämlich die Tatsache, dass er sagt, nein, ich töte sie nicht, obwohl sie jetzt hilflos vor mir liegt, dass das ja am Ende also das absolute Star Trek-Trope ist, dass er erfüllt, also dass man eben Gnade walten lässt, dass man und dass man spricht und nicht kämpft und ja, und das finde ich so spannend, weil gerade in Bezug eben auf die Gorn, die hier ja als absolute Jäger dargestellt werden, also Predator-mäßig natürlich auch Aliens, Predator und sowas, steckt da ja alles mit drinne und ob sich das irgendwie dann noch in Zukunft sozusagen auszahlen wird. Aber man weiß genug über diese Alien-Spezies, dass man einen guten Anknüpfungspunkt hat, aber man kann genug dazu erfinden, damit sie halt super gruselig und irgendwie doch neu sind. Und das ist natürlich perfekt, wenn sowas gelingt. Und ich finde, das gelingt hier in Strange New Worlds in dieser ersten Staffel an einigen Punkten, dass sie eben ansetzen, ob das jetzt Pike auch ist oder oder bestimmte andere Dinge, dass sie an bestimmten Ecken ansetzen. Ich meine, natürlich auch La'an. La'an ist eine Noonien Tsung. Ja, hallo? Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt von wegen eugenische Kriege und Khan und so weiter. Ja, also da werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen näher drüber sprechen in Zukunft. Also, wie gesagt, ist das für mich tatsächlich ein absoluter Geniestreich, weil das die Gorn mit dieser Episode, auf die sie sich zurückbezieht mit Kirk, tatsächlich auch nicht nur einfach böse macht, sondern eben auch, also aktuell hat man das Gefühl, sie sind nur böse, aber eigentlich bewegen sie sich im Graubereich. Also da ist noch mehr als nur das reine Böse sein. Ja, und das funktioniert halt auch super. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt nur in meiner Wahrnehmung so ist, aber gerade diese Gorn-Folge, wahrscheinlich wissen die meisten nicht, dass das die Gorn sind oder dass das, aber die begegnet mir in der Popkultur ja auch öfter, ja. Sehr häufig. Ja. Da ist auch der klassische Kirk-Schlag, der hat ja so diesen Backhand-Schlag, der ist auch aus dieser Folge, der wird auch öfter mal zitiert, genau, ja. Ja gut, du hattest noch zwei Sachen. Ja, ich möchte, also nachdem ich ja jetzt voll des Lobes einfach bin und wirklich ganz, ganz viel Spaß mit dieser ersten Staffel hatte und habe, habe ich auch eine kleine Kritik, denn
pardon, ja, jede Folge bedient einen spezifischen Trope. Ich finde, man kann schon sagen, in jeder Folge wird etwas Klassisches, Star Trek-mäßiges irgendwie abgehandelt. Aber ich hätte mir tatsächlich in der einen oder anderen Folge gewünscht, dass sie weitergehen. Denn ich finde tatsächlich, also wenn ich mir angucke Children of the Comet, diese zweite Folge, aber auch zum Beispiel Ghost of Illyria, die dritte Folge und tatsächlich auch, was ja jetzt auch gelobt wurde, nämlich Lift Us Where Suffering Cannot Reach, das waren für mich, und übrigens auch The Elysian Kingdom, das waren für mich Folgen, die waren okay, aber man hätte mehr draus machen können. Also da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass sie einfach mehr machen, sehr viel radikaler vielleicht auch in ihren Entscheidungen vorgehen. Sie fühlten sich zwischendurch also ein bisschen an wie so ein bisschen füllermäßig auch. Also die haben nicht so richtig gezogen. Und ich finde, man hätte da durchaus weitergehen können. Also das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, dass ich sage, ich wünschte, ihr wärt noch kreativer gewesen und ich wünschte, ihr hättet noch mehr über die Stränge geschlagen, obwohl ich das, was wir bekommen haben, auch schon sehr viel Spaß gemacht hat. Vielleicht jetzt, wo sie wissen, dass es funktioniert und dass Leute die Charaktere mögen, vielleicht trauen sie es in der zweiten Staffel mehr. Ja, vielleicht, ja, genau. Also ich meine, es ist gut unterhaltsam, gut produziert, aber halt teilweise auch nur Durchschnitt, was halt auch gerade die Storys und so angeht. Und dann aber zwischendurch auch absolute Highlights, absolut. Und ich meine, die Serie lebt für mich tatsächlich in erster Linie durch die Charaktere. Und es sind nicht die Geschichten, die mich hier so vom Hocker reißen, denn die Geschichten haben wir alle schon mal gesehen. Das sind ganz klassische Tropes, Erzähltropes oder auch Tropes, die wir in Star Trek auch schon gesehen haben. Also das ist nicht wirklich neu. Aber das ist ja auch Absicht und das ist das Zweite, was ich anbringen wollte, was ich so positiv finde. Wir haben hier tatsächlich wieder positives Star Trek. Wir haben eine Utopie. Star Trek ist eine Utopie. Und wir werden ja aktuell oder in den letzten Jahren wirklich vollgeballert mit dystopischen Serien. Und obwohl ich ein Fan bin von Dystopien, also in Anführungszeichen ein Fan, solange sie nur im Fernsehen stattfinden. Ja. Aber ich brauche oder ich sehne mich danach, und das ist auch das, was Star Trek für mich ja immer so besonders gemacht hat, dass wir in Star Trek ein positives Bild der Zukunft präsentiert bekommen. Dass wir eine Zukunft sehen, in der es heißt, ja, und die Menschheit kann alle Probleme überwinden und sie kann Armut überwinden und Klimaprobleme und was nicht alles. Das wird ja auch gerade mit der ersten Folge wird das so deutlich, weil wir ja da auf eine Zivilisation stoßen, die im Grunde unsere Zivilisation aktuell ist, da ist natürlich wieder Sci-Fi at its best, nämlich das Spiegelverhalten. Ja. Und zu sagen, Leute, so sieht es aus und es kann besser gehen. Und dass wir eben das wieder positiv präsentiert bekommen. Und das ist was mir einfach gut tut. Und was halt wirklich sehr, sehr, sehr Star Trek ist. Und was diese Serie tatsächlich auch schippenweise mitbringt und sagt, Leute, die Zukunft ist gut. Und das tut mir gut. Absolut. Und ich möchte da auch anknüpfen. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie auf Deutsch oder auf Englisch geschaut habt. Und ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere, und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Stoß, aber in TUS heißt es doch bla bla bla, to boldly go where no man has gone before. Und hier in Stranger Worlds heißt es, where no one has gone before. Es ist eine ganz kleine Kleinigkeit, aber ich finde es schön und deswegen liebe ich Star Trek. Ich glaube, das hieß auch schon in TNG, where no one has gone before. Okay, dann habe ich es nicht mehr in Erinnerung, aber ich finde, das sind diese Kleinigkeiten, wegen denen ich Star Trek einfach absolut liebe. Weil es wäre einfach gewesen zu sagen, wir lassen es einfach mit No Man, weil ist in TOS auch so, aber sie ändern es und es ist einfach zeitgemäß. Und das, und obwohl sich ein TOS anknüpft und es sich anfühlt und die Charaktere auch teilweise drinnen sind, aber diese Modernisierung, die sie getroffen haben, finde ich absolut passend, ohne das Grundgefühl zu zerstören, wenn das Sinn macht. Ja, Kathi, ich richte jetzt gleich nochmal die Frage an dich, ob du jetzt noch was ergänzen oder ob das jetzt dein Schlusswort war. Wenn nicht, dann kannst du jetzt gerne noch was einwerfen. Ich glaube, also das wollte ich noch unterbringen mit dem No One Has Gone Before, aber ich glaube, sonst habe ich ausführlich über all die schönen Sachen in der Serie geredet. Sehr gut. Dann, ja, ach, sicherlich könnte man noch viel mehr drüber reden. Und dann, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr gerne auch noch mal mehr oder noch tiefer noch mal eintauchen wollt in die erste Staffel von Star Trek Strange New World. Britt-Marie hat da einen ganzen Podcast mit noch anderen Leuten zu diesem Thema Star Trek. Und da gibt es nicht nur eine sehr ausführliche
Staffelbesprechung, sondern ihr habt doch bestimmt zu jeder Folge auch ein Recap gemacht, oder? Haben wir gemacht, ja. Und in der Regel ist natürlich die Folge doppelt so lang wie die eigentliche Folge. Natürlich. genau. Bei trackgasm.de, also Trackgasm heißt der Podcast, könnt ihr gerne vorbeischauen und zuhören. Wir sind da in unterschiedlicher Besetzung und wir haben damals Strange New Worlds tatsächlich direkt gesprochen, als es auch im Original in USA gelaufen ist, was bedeutete, dass wir, als wir es besprochen haben, auch noch gar nicht die Übersetzung hatten und gar nicht wussten, wie die deutschen Titel lauten und so. Wir haben das halt dann eben ausgehend von dem Englischen gemacht. Nichtsdestotrotz hat es sehr viel Spaß gemacht. Das und ich. Wie auch die Besprechung heute. Ja, und übrigens auch nicht nur zu Strange New Worlds, sondern zu eigentlich allen Star Trek Serien, was hier zu allen neuen, genau. Genau, zu den neuen, wo wir hier auch beim Telestammtisch, da hast du ja auch zusammen mit dem lieben Andi, der ja eigentlich auch hier dabei sein wollte, es sei denn nicht geschafft hat, auch über Star Trek Picard, die dritte Staffel jetzt gesprochen habt. Und dann bleibt mir jetzt nur noch mal zu sagen, dass wir das Gewinnspiel haben, bei dem ihr die erste Staffel von Star Trek Strange New World auf Blu-ray, auf DVD oder auf 4K UHD Steelbook gewinnen könnt. Eins von diesen vier Dingen, also zweimal haben wir die Blu-ray im Topf, eins von diesen vier Dingen könnt ihr gewinnen, wenn ihr einen Kommentar auf Instagram, auf Twitter, Facebook oder per Mail an info@tele-stammtisch.de hinterlasst, eben jeweils unter dem jeweiligen Post zu diesem Gewinnspiel und dort auf jeden Fall reinschreiben, welches Format ihr gerne haben würdet, dann seid ihr drin im Lostopf. Die Teilnahmebedingungen unten in den Shownotes und das Ganze geht bis zum 25. Mai 2023 um 9 Uhr ist Schluss und genau, bis dahin könnt ihr teilnehmen. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch auf alle die Leute, die daran jetzt teilnehmen können. Ich würde auch gerne daran teilnehmen, aber natürlich bin ich ausgeschlossen von der Teilnahme, was natürlich auch nur fair ist. Aber schmeißt eure Namen in den Lostopf, Leute, ey. Also, ich würde gerne so ein Steelbook besitzen und man muss ja auch echt mal ein großes Dankeschön loswerden, dass das zur Verfügung gestellt wurde, auch für die Verlosung, denn das ist nicht selbstverständlich. Also, wie gesagt, hinterlasst eure Kommentare und ihr werdet ganz viel Spaß haben. Also wir, wie gesagt, wir konnten ja nicht mehr höher loben als das, was wir jetzt gemacht haben. Genau, dann bedanke ich mich auch bei euch beiden, Kathi und Britt-Marie, dass wir hier zumindest ein bisschen drüber sprechen konnten. Ja, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, und dann verabschiede ich mich von euch, liebe ZuhörerInnen, und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.